Wenn Heike Drechsler an einem Samstagmorgen samt Unternehmergruppe in Wernigerode Frühsport macht, dann steckt da Mirko dahinter. Damit ist nicht etwa ein neuer Mann im Leben der ehemaligen Weltklasseathletin gemeint, sondern die Mitteldeutsche Regionalkonferenz der Wirtschaftsjunioren. Und zu der gehört für die Jungunternehmer eben auch körperliche Betätigung am Morgen. Wir haben heute schon eine tolle Frühsporteinheit gemacht und die Beteiligung ist sehr gut. Also man merkt, die sind sehr motiviert und auch sehr ehrgeizig. Und ja, ich freue mich einfach jetzt unter so vielen jungen Menschen zu sein. Der junge Unternehmer hat ja immer Stress. Eigentlich ist das schon die gute Ausrede, um keinen Frühsport zu machen. Sie propagieren, man sollte es tun. Ja, weil das einfach den Körper gut tut, ne? Und ich meine, auch positiver Stress kann zu gesundheitlichen Problemen führen. Und deswegen soll man halt auch so eine gewisse Achtsamkeit auf sich selber haben und was man beachten sollte. Ansonsten, die sind so motiviert, so heiß, ne? Aber eben, wie gesagt, sich selbst nicht zu vergessen, das ist halt bei all dem positiven Stress halt ganz wichtig. Zur Mirko 2016 gehört aber mehr. Unter dem Motto "Jetzt wird's bunt" hat sich das Organisationsteam einiges einfallen lassen, um die Unternehmer aus der Region anzulocken. Neben sportlichen Angeboten gab es so zum Beispiel eine kleine Messe im Harzer Kultur- und Kongresshotel Wernigerode. Hier nutzten zahlreiche Aussteller die Möglichkeit, mit den Konferenzteilnehmern ins Gespräch zu kommen, unter ihnen auch Jens Paternoga. Er war mit seiner Firma Alarm 8 aus Aschersleben aus ganz pragmatischen Beweggründen angereist. Na, wir sind zum Teil ein Sponsor für diese Veranstaltung, weil wir uns ganz, ganz eng an der innovativen jungen Wirtschaft sehen. Und hier sind mindestens 350 Entscheider aus kleinen mittelständischen Betrieben, die alle für ihre Betriebe und Privateinrichtungen Sicherheitstechnik benötigen. Und deshalb sind wir hier. Der Landkreis Harz war ebenso vertreten. Der Schwerpunkt der Informationsarbeit hier lag bei der Nachwuchsförderung und Sicherung. Ja, wir haben einen Arbeitskreis Metall Elektro im Landkreis Harz und besuchen mit diesem Arbeitskreis verschiedene Unternehmen, um hier auszuloten, was können wir an zusätzlichen Berufsorientierungsangeboten in der Region schaffen und wie können wir an die Jugend auch herankommen und ihnen also zum Beispiel technische Berufe besonders nahe zu bringen. Die Mitteldeutsche Regionalkonferenz auf diese kleine Messe zu reduzieren, würde ihr aber Unrecht tun. Die Mirko ist mehr als nur eine bloße Informationsveranstaltung. Hier sollen Kontakte geknüpft werden. Ein durchaus erfolgreiches Konzept. Teils, teils. Auch private Freundschaften entstanden schon, was ich auch sehr schön finde. Also man kann da nicht mit so großen Erwartungen rangehen. Man muss es einfach offen lassen. Man muss offen sein für Gespräche, für Impulse, für Input. Und das ist es eigentlich. Am besten funktioniert das Kennenlernen immer noch durch gemeinsame Erfahrungen und die konnte man auf der Mirko reichlich sammeln. Beispielsweise beim Abstecher zu Harztrenalin, was nichts anderes bedeutet, als sich an der Rappode-Talsperre die längste Doppelseilrutsche Europas hinabzustürzen. Eine Mutprobe, die durchaus Symbolcharakter hat. Also wir zeigen, was wir drauf haben und wollen richtig mal so einen Adrenalinschub heute mitnehmen und deswegen fahren wir da hoch und nehmen unsere Gäste mit. Wird bestimmt spannend. Das Wetter hält sich, haben wir alles richtig gemacht im Moment. Wer es geruhsamer mochte, der konnte sich auf eine weitere Attraktion des Harzes verlassen, die Harzer Schmalspurbahnen. Ohnehin ein Touristenmagnet, gab es für die Wirtschaftsjunioren sogar einen Sonderzug auf der traditionellen Brockenstrecke. Wer sich für die Bahnfahrt entschied, der hat auf dem Weg ein weiteres Beispiel für den Aufschwung in Wernigerode gesehen. Das gerade entstehende Hasseröder Burghotel, ehemals Hotel Stadt Wernigerode. Bauherr Frank Kasselmann baut hier am modernsten Hotel Mitteldeutschlands und plant dem Hotelnamen entsprechend Großes. Ja, also wir spielen wie gesagt mit den Elementen. Wir haben in der Obenebene eher so den modernen Look mit mittelalterlichen Bildern und so weiter. Und unten nachher ist dann die Raubritterkneipe, Tanzclub Excalibur. Da erleben wir auch mal das Thema Mittelalter. Die Tanzclub Excalibur sieht aus wie eine Mittelalterruine, in der sie sitzen und tanzen und feiern können. Und der Raubritter ist eine rustikale Bierkneipe im Holzstil, im Eichenstil. Bei der Baubesichtigung konnten sich die Unternehmer von den Ideen Kasselmanns überzeugen und waren durchaus angetan.
Also ich nehme mit, dass das ein hervorragendes, harztypisches Hotel wird und von der Qualität her konnten wir uns heute überzeugen, dass das also sehr, sehr gut werden wird und ich kann mir vorstellen, dass die Auslastung sehr, sehr hoch wird. Vor dem Rückweg ins Hotel bot sich dann noch ein Abstecher zum Harzer Baumkuchenhaus an. Wie das meist süße Gebäck denn eigentlich genau hergestellt wird, davon konnten sich die Teilnehmer der Mirko beim Schaubacken selbst ein Bild machen. Ja, schönen guten Morgen, herzlich willkommen zum Schaubacken im Baumkuchenhaus Nummer 1 in Wernigerode. Los geht es immer mit diesen Walzen, das sind hier Aluminiumwalzen. Zurück im Hotel wurde natürlich auch noch einiges geboten. Gleich in mehreren Konferenzräumen konnten die Unternehmer verschiedenen Vorträgen lauschen, die teils informieren, teils inspirieren sollten. Einer der Vortragenden war dabei der ehemalige Biathlet Sven Fischer. Er erzählte von seiner Sportlerkarriere und sieht darin durchaus Parallelen zum Lebensweg eines jungen Unternehmers. Also ich denke, dass der Sport sehr strukturiert ist und dass der Sport verzichtet und dass Quälerei einfach dazugehört und natürlich auch die Vision mit Aussicht auf Erfolg und dass wir auch immer wieder neu auf Gegebenheiten aktualisierend reagieren müssen mit Trainingsmitteln, mit neuen Wettkampfformen und das ist in der Wirtschaft auch so, dass man verschiedene Strukturen auch hat und immer wieder neu aktualisieren muss und dass auch der Druck da ist und nach dem Motto, du warst schon mal erfolgreich oder ihr müsst ja wieder erfolgreich sein, aber auch, dass der Anspruch sehr hoch sein muss. Ansonsten bleibt man nicht oben und bleibt auch nicht aktuell und bleibt auch nicht der Beste. Und auch der Respekt vor dem Konkurrenten, dass man sagt, ich kann nicht immer gewinnen, aber ich kann versuchen, immer gewinnen zu können, beziehungsweise auch vielleicht gewinne ich dann das andere Mal. Und dass man dann auch untereinander in der Wirtschaft auch Respekt den anderen Unternehmen auch gegenüber auch hat. Und dass man nicht alles immer negativ hinterfragen muss. Nach all den Eindrücken darf man aber ein Ziel der Mitteldeutschen Regionalkonferenz der Wirtschaftsjunioren in Wernigerode nicht vergessen. Ja, für die Heimat soll natürlich rauskommen, dass die anderen unsere Region kennenlernen, begeistert sind und hoffentlich wiederkommen.